Original Karhusarenregiment Graf Radetzky Nummer 5. Super. Tiroler Kaiserjäger. Erstes Regiment, zweite Kompanie. Sehr gut. Kaiserjäger Division Völs. Feldjägerpatron 27. Goldener Sporn Ritterorden. Rettende Artilleriedivision Nummer 2. Ja. Wer ist nicht vorgelesen worden? Hier. Hier. Bitte zu mir. Holzmeister Schützenkorps. Denn gerade wieder Neustadt hat eine Historie, die seinesgleichen sucht. In diesen 822 Jahren, die Wiener Neustadt jung oder alt ist, wie immer Sie es sehen wollen, hat es eine tolle Geschichte gegeben, mit Höhepunkten, aber auch mit schmerzhaften Erlebnissen. Ein Höhepunkt, ich würde meinen, der Höhepunkt schlechthin der Geschichte Wiener Neustadt war, Wiener Neustadt als Residenzstadt war, das Dasein von Maria Theresia hier in Wiener Neustadt. Wir hatten bereits erwähnt, heute zu Mittag eine Segnung in der Georgskathedrale, dem Bischofssitz hier in Wiener Neustadt, und sind nun mit den Traditionsverbänden hier auf die Wiesen gezogen, um zu signalisieren, wir müssen unsere Vergangenheit kennen, um die Gegenwart entsprechend zu meistern und vor allem die Zukunft zu meistern. Sehr geehrte Festgäste und Ehrengäste, Kameraden und Traditionsverbände, es ist mir und meiner Gattin eine große Ehre und Freude, anlässlich Maria Theresien Fest auf der Wiesn Wiener Neustadt Sie alle auf das Herzlichste zu begrüßen. Es ist ein besonderer Tag für Wiener Neustadt. Zum ersten Mal wird hier auf so einer geschichtsträchtigen Boden ein Traditionsfest gegeben. 299 Jahre Maria Theresia. Die einstige Landesmutter von Österreich trägt noch immer vieles unseres heutigen Seins, zum Beispiel die Schulpflicht,
reformierte das Bildungssystem und Verwaltungswesen.